Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu The Division. Endlich mal wieder. Ich bin der Onkel und wieder mit am Start ist der liebe Revano. Hallo, endlich. Ja, ich kann es kaum erwarten. Und der Crazy. Yeah, ich bin auch hier. Der Grazi. Der Grazi. Ja, endlich geht's ja auch mal weiter. War ja jetzt auch ziemlich lange Zeit pausiert. Oh ja, leider. Und wer mein Video geguckt hat, weiß warum. So. Ich muss auf jeden Fall nochmal hier rein, weil ich habe durch den Soundcheck hier total viel Munition vergeigelt. Alter, wie oder was oder wieso? Und dann muss ich mal wenigstens wieder auffrischen. Muni wieder auffrischen. Ja, gut, da können wir ja einmal durchziehen und dann geht's ab. Boah, ich bin gespannt, was wir für Missionen haben, neue Sachen gibt's. Da sind ja jede Menge Updates rausgekommen. Am Anfang kam schon direkt die Übersichtsseite, was alles neu ist. Aber es kam ein Update, du Neger. Ja, mit jeder Menge Sachen. Aber was ja, genau, weiß ich dazu, nicht. Das, auch, das, ja. Auch Missionen sind neu dazugekommen. Ja, aber erst ab Level, warte mal, Crazy, ab Level 30? Ab Level 30 und noch irgendwas. Ja, und ich freue mich natürlich... Weil ab Level 30 steht nicht mehr der Level da, sondern, wie heißt das dann? Ich habe keine Ahnung, irgendwas anderes. Egal. Dann steht der Wert da, genau. Da brauchst du Wert von 120, glaube ich, um überhaupt die Mission machen zu können. Aha, da bist du also nichts mehr wert sonst, ne? Das ist richtig krass. Okay. Oh, cool. Es gibt beim Belohnungshändler gibt's eine Purpur-Störung-Anstrich für die Waffen. Purpur-Störungs-Anstrich? Ja, da können wir später gucken. Nee, Purpur-Störungs-Anstrich, hab ich gesagt. Anstrich. Achso. Die Farbe, Purpur. Gin. Eine schöne Farbe, ja. Lass mal gucken. Belohnungshändler, das war der unter der Treppe geradeaus durch, ne? Richtig. Belohnungshändler, hallo. So. Der hat doch jede Menge Waffen für mich. Krasse Sache, ey. Das ja, die Waffen sind so. Aber für den Arsch. Ist ja übelst voll, der Typ. Mit dem die sind aber für den Arsch, die bringen uns gar nichts mehr. Die sind für den Anfang interessant, aber für jetzt... Vor allem die ganzen Rucksäcke, das ist alles nur 20er Rüstung, das ist alles. Aber ich habe keinen Purpur-Anstrich. Ganz unten. Hast du das DLC nicht geholt? War das jetzt eigentlich ein freies DLC, was jetzt kam, oder? Gehört das schon? Nee, das gehört noch nicht zum Season Pass, ne? Weil ich weiß gar nicht, Rivane, du hast ja einen Season Pass noch gar nicht, ne? Nee, hab ich das nicht. Ist da jetzt dann neue Karten, oder was ist bei diesem DLC dabei? Neue Karten? Ja, muss ich mir dann mal kaufen. Die zwei Missionen. Na, die machen wir jetzt heute eh nicht, ne? Die können wir noch gar nicht machen, wie oft. Ah, okay, dann hole ich mir bis dahin dann den Season Pass, dann passt das schon. So, na, wir wissen ja nicht, wann jetzt der nächste Season Pass, die nächsten Levels rauskommen. Mhm. Deswegen, ich würde an deiner Stelle holen, ja. Man sieht die Mission auch gar nicht auf der Map. Okay. Also, die siehst du noch gar nicht. Siehst du erst, wenn du das Spiel durch hast. So, okay, wir haben uns jetzt mal vor der Aufnahme und so mal ganz kurz besprochen, so richtig. Also wir werden jetzt mal schauen, wir werden jetzt größtenteils erstmal Nebenmissionen machen, weil das Ding ist wirklich, dass die großen Missionen uns ausgehen, um das mal hier das Let's Play, wir wollen ja das Let's Play noch ein bisschen länger erleben. Und wenn wir jetzt die ganzen großen Missionen uns gleich vorwegnehmen, dann ist das ja scheiße. Deswegen würde ich sagen... Mach irgendwas anderes. Ab Level 20 kommst du eh erst rüber in die zweite Hälfte. Ja, also ab Level 20 erst. Alles, was drunter ist, das schaffst du die Mission. Das ist gar nicht. Also nicht okay, machbar. Na, lassen wir uns überraschen. Welche Level bin ich jetzt? Wo kann ich da nochmal gucken? Oben rechts. Nicht auf der Map. Ohne Map. Ach, die 10 da oben, oder was? Oh Mann, da bin ich ja noch klein. Okay, dann let's go. Okay, da würde ich sagen, wir machen mal hier den Nebeneinsatz. Ja. Safehouse, ja, da gehen wir mal zu dem Safehouse hin und schließen das ab, würde ich sagen. Oh. Ich habe gesetzt, ein Zeichen. Ah, da. Ich habe ein Zeichen gesetzt. Ah, das ist von der letzten Mission noch. Von der letzten Nebenmission. Das will ich abgeben. Achso, naja, dann machen wir das fix noch. Haben wir vergessen. Okay, let's go. Warner, kommst du? Ah ja. Ich renne. Habe ich zweimal dieselben Waffen oder was? Ich habe doch zweimal der AK, oder? Vielleicht sieht es nur genauso aus.
Bing, bing, bing. Nee, es sind zwei verschiedene Waffen. Ja, und okay. Ich habe mir auch überlegt, ich werde jetzt weniger verschrotten, mehr verkaufen, weil ich, wie ihr ja schon gesehen habt, ich tue ja so ein bisschen nebenbei mit einer zweiten Figur geigeln und habe gemerkt, ab irgendwann hat es keinen Arsch einfach mehr zu bauen. Oh Gott, bitte. Bauen? Ja, sich selber beim Mod-Händler oder so seine Sachen selber zu bauen, das hat keinen Arsch. Das sind zu schlechte Sachen, die du da basteln kannst mit Blaupausen. Ja, nachher ist es schon interessant. Also bei mir. Guck mal, Feinde. Hey, korrekte Scheiße. Knüppel, sagt man. Ja. Hab den gar nicht gesehen, den einen Typen. Luft ist. Boah, alter Schwede. Mal wieder reinfetzen hier. Okay, liebe Damen und Herren. Ballern wir mal ein bisschen drauf, ne? Was mach ich denn? Crazy macht ja Amoklauf, hä? Sind ja eigentlich noch ziemlich easy hier, diese. Naja. Die da immer so peu à peu, sag ich mal, ankommen. Objekte teilen. Hinweis. Man kann Objekte mit anderen Spielern handeln, indem man sie ablegt. Ah ja, genau. Das will ich da also noch von euch erzählen mit dem neuen Handelsprinzip. Doch, man kann handeln. Ja. Aber man kann halt nur, also das finde ich ein bisschen doof gemacht, muss ich sagen. Also man kann, hat eine bestimmte Zeit, ich glaube 2 Stunden, die Sachen, die du bekommen hast, kannst du dann 2 Stunden lang mit deinen Partnern tauschen. Nur 2 Stunden. Aber das Schlimmste, was ich daran finde, ist, wenn du jetzt zum Beispiel Mods oder sowas gesammelt hast und willst die einbauen, willst die tauschen und hast die schon eingebaut gehabt, dann kannst du die nicht mehr tauschen. Das finde ich ein bisschen schwach. Ich glaube, das machen die deswegen, weil die nicht wollen, dass da irgendwelche schon die übelsten Mods sich draufklatschen. Wie du da jetzt mit einem mit Level 20 oder so unterwegs bist. Ja, jetzt zum Beispiel, kann ich ja mal zeigen, kann ich mal kurz zeigen, Revano oder ich weiß nicht, wo komme ich denn jetzt nochmal? Ich muss mal erstmal gucken, wie. Ach, hier ging's. Aber angucken kann ich es ja, ne? Nur und benutzen Beispiel, darf ich es ja nicht, ne? Genau. Und zum Beispiel habe ich jetzt hier einen Mod. Stufe 5, angewinkelter Griff, rot. Stufe 5, also hier so eine Waffenmod. Braucht das irgendjemanden? Keine Ahnung, muss ich gucken, vergleichen an meine Klamotten. Was? Und schmeiß mal hin, ich guck's mir an. Und zwar macht ihr das dann einfach so. Ihr geht dann da drauf und könnt dann R2 drücken und dann zack, kann das sich irgendjemand anders aufheben. So, warte, okay, Moment, noch nicht aufheben. Ja. Guck, hier liegt's. Ja, ich möchte mal angucken. Ja, okay, der ist, den brauche ich wahrscheinlich nicht. Aber sie stimmt. Untersuchen kannst du. So, dann siehst du, was der kann. 000, Bonus 1. Okay, also scheiße. Also dasselbe, was ich habe, nur ich habe meine Ocker gekriegt. Na gut, dann kann ich das wieder einsammeln. Gut, okay. Ja. Ja, und so geht das Prinzip dann. Genau. Cool, das ist doch easy. Easy! Die haben, das schon mit Absicht gemacht wegen den 2 Stunden. Eben ja, wegen den Level, denke ich mal. Na, ich denke mir mal auch, dass die Leute, denen wir das jetzt hier erklären, das alles schon wissen. Alter, meine Waffe. Ja, wer es noch nicht weiß, weiß es jetzt. Ich meine, wenn man das bei uns sieht, es ist immer so doof, ne, wenn man so Let's Plays guckt oder Let's Player ist und spielt mit seiner Figur und jetzt, also wenn man jetzt Division anschaut, also da sind schon alle übelste High-Leveler und übelst riesig und wir sind jetzt so nach so einer langen Zeit erstmal Level 10. Ja, das ist schon, ne? Bringt viele zum Lachen, aber das ist halt beim Let's Playen. Wenn du Let's Player bist, ist das nun mal so. Ja, macht doch nichts. Rüber, glaube ich. Jeder hat mal klein angefangen und bei uns sieht man halt alles, ne? Hey, warum? Falsch gelaufen. Crazy? Ich rutsche! Ich weiß ja nicht wohin, keine Ahnung. Guck mal hier, News. Ich laufe immer querfeldein. Siehst du nicht den Strich am Himmel? Den Grazi, der ist weg. Ja, mein Strich geht woanders lang. Mein Strich geht links die Straße lang. Ja, bei uns auch. Ihr seid aber rechts, nicht links. Bei uns, ne? Ja, mein Strich geht links die Straße lang. Ihr seid rechts. Wer noch? Du. Ja, kommen immer an dieselbe Stelle wieder aus. Treffen uns halt hier an der Schleuse. Mein Weg scheint kürzer zu sein. Ach, nicht unbedingt. Ja, doch. Sie haben ein gutes Herz.
Ja, war neue Stiefel. So. Ne, wir waren schneller, crazy. Ich hab Gegner. Naja. Ich bin am Schießen. Ich weiß. Dazu sind wir schneller. Ihr habt ja keine Gegner. Doch, die werden wir auch noch haben. Die haben alle schon weggemüllt. Ja, unterwegs. Die haben uns gesehen und haben sich gedacht, nein, Selbstmord ist die beste Option. Und wir haben noch was viel Schlimmeres. Wir haben hier Waffenteile, die wir aufsammeln müssen. Oder Stoff, noch besser. Hardcore-Stoff. Hardcore-Stoff. Genau. Okay. Und not the white powder. Alter, richtig hardcore. Und ich renne überall hinterher und krieg immer wieder Stoff. Ich kann mir da endlich nachher was nähen, eine Mütze. Ui. Ist nur der Ausgang hier hinten, wir sind falsch. Ich weiß. Hier lang? Ja, wir waren hier überall schon drin. Krinzi! Hey! Was macht denn, machen denn die hier drinne? Stoff holen. Und dann verkaufen. Ich versuch gerade eine Taube zu tauben. Ich muss ja die Kisten selber wieder aufmachen. Das war vorher besser, wo sie den nicht mehr aufmachen musstest. Einfach nur vorbeilatschen und gut ist. Ja, das haben sie auch verändert, genau. Mal sehen, was uns noch so auffällt. Okay, hier geht's runter. Nein. Aber dann möchte ich nicht alleine rein. Guck mal, wir müssen auf Kretzi warten. Warum denn nicht? Der ist noch 600 Kilometer weg. Hast du Angst vor den ganzen Menschen hier drin? Aufpassen, die könnten Hallo sagen. Hier ist ein sicherer Bereich. Ja, ja eben, sicher. So, einmal die Munitionskiste aufhören. Hier haben wir noch andere Spieler, liebe Freunde. Seht ihr, die gucken ganz verängstigt. Ganz verängstigt sind die. Hier ist irgendwo... Ein Waffenhändler ist hier, ein Waffenhändler. Wo ist der Spind? Such den Spind. Verkaufen wir erstmal den ganzen Scheiß. Der Spind ist hier hinten, hier. Wo ich stehe. Ach, alles. Hier, ne, der hat bei mir nicht aufgeploppt. Jetzt ploppt er auf. Wir Platz haben. So, pass auf, liebe Leute. Und zwar haben wir uns nämlich auch was überlegt, beziehungsweise habe ich einen Vorschlag an euch beide. Das bespreche ich jetzt einfach mal in der Aufnahme schon drin. Und zwar, pass auf, wir tun doch immer diese Telefonaufzeichnungen aufheben. Ja. Ja. Das Problem ist, wie ich das so merke, die kommt komplett durcheinander, ständig kommt die ja. Also man kriegt die überhaupt keinen Zusammenhang mit. Wie wäre es, wenn wir diese Telefonaufzeichnungen, wenn wir die einsammeln, einfach immer wegklicken? Und dann wirklich mal die Sachen machen, wenn wir die vollständig haben. Dass wir dann die abspielen nacheinander weg. Ja, ja. Habe ich ja letztens. Dann der Aufnahmepart ist das. Hast du mich ja letztens schon gefragt. Dann gibt's dann so ein. Machen wir dann extra einen Part, wo wir dann auch lesen und Dings, wo wir dann wirklich, wenn wir so eine Kollektion vollständig haben. Kann ich aber ganz Ja, aber die großen Videos, die gucken wir uns an, ne? So zum Beispiel, wenn wir was ausbauen. Ich meine jetzt das, was wir finden. Ah, okay. Ja, das passt. Jetzt warte, wo sind denn die nochmal? Hier, Aufklärungsgegenstände, das meine ich, das Zeug hier. Oh, und zwar die Einsatz... Ja, der Typ, der hat was, ne? Die, so ein Bericht. Die Einsatzdaten hier, ne? Mhm. Wenn wir die vollständig haben, dann... nicht alle vollständig haben, sondern wenn wir wirklich so einen Satz vollständig haben. Weil hier gibt es ja zum Beispiel... Es dauert aber, ich sag's nur, also das ja, das ist ja wurscht. Ziemlich zum Ende hinziehen, sag ich mal. Ja, Gesamtfortschritt 33 von 293. Ja, da haben wir ein bisschen was vor. Nein, du musst ja auch reingehen. Da gibt es verschiedene, da gibt es ja zum Beispiel Krankenpfleger, Bereiche. Nationalgarde, dann gibt es hier. Mhm. Ja, das siehst du ja, wenn du draufklickst. Du musst ja immer draufklicken. Einsatzberichte zum Beispiel. Aber irgendwas hatten wir schon vollständig. Nö. Und zwar war das. Hier, Hieserlau. Das haben wir nämlich vollständig. Mhm. Einsatzdaten? Ach so, wie heißt das? Lau, ja. Das haben wir zum Beispiel vollständig. Was dann haben wir dann vollständig? Hesalau. Ja, wo finde ich das denn, Hesalau? Du gehst auf Einsatzdaten, dann gehst du auf Aufklärungsdaten und dann findest du Hieserlau oder Hesalau. Und die haben wir zum Beispiel vollständig. Und wenn wir die jetzt dann sowas haben, vorne, das haben wir natürlich alles schon im Spiel. Hesalau habe ich noch nicht gesehen. Hesalau spielt für andere Flüchtlinge im Camp Hudson auf der Gitarre und Lebensmittel zu erhalten. Teil 2. Hesalau begibt sich im Bewusstsein der überall drohenden Gefahren schnell in Sicherheit. Der Hesalau ist ja nur Ein paar Plündern, genau. Und so. Das meine ich, dass wir dann
Ja, da lau ist ja nur Echo, das ist ja keine Telefonaufzeichnung wie jetzt. Genau, Echo hinten, genau, Echo ist hinten. Ja, aber sehr wurscht. Wie Einsatzbericht oder so, das ist ja audio-technisch. Genau. Ja, und das meine ich, dann werden wir das. Ich hoffe, das gefällt euch auch besser, als wenn wir hier ständig mittendrin irgendwelche Telefonaufzeichnungen hören, die eigentlich absoluter Schwachsinn sind, weil man sowieso nicht den Zusammenhang weiß. Wir müssen jetzt den Bericht hier abgeben, ne? Na, hab ich doch schon lange Bericht gemacht. An den J. Hast du schon? Ja, natürlich. Was macht denn der hier? Ich dachte, machen wir das zusammen. Was hast du? Hat der irgendwie Hämorrhoiden, der Typ hier? Warum? Eine Blaupause habe ich bekommen. Der macht komische Bewegungen. Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Macht der? Hey, ihr fummelt an euch herum. Ihr kleinen Perversen. Okay, alles ready. Suchst du gleich eine neue Mission raus? Kann ich machen. Ah, hier ist was. Agenten. Ah, ne, das ist Quatsch. Das ist ein Mitspieler suchen. Ne? Bin jetzt auf der Karte. Mhm. Ich mein, und da gibt es zum Beispiel, oh Gott. Ich mache jetzt irgendwas. Das, und zwar... Das Grüne, oder? Einsatz? Den grünen Einsatz? Ach, waren auch diese komische Bewegung. Ob du manchmal, zuhörst, ich habe gesagt, die großen Missionen, die machen wir jetzt erstmal nicht, so, die gehen uns sonst aus. Ja, aber das Spiel ist ja dann trotzdem nicht zu Ende, oder nicht? Ivano, bist du gerade auf der Map, kann das sein? Ich bin auf der Map, ja. Die Mission, wenn man, die hat man bloß eine begrenzte Anzahl von, natürlich ist dann das Spiel, die Story vorbei, wenn man die ganzen Missionen durch hat, ist doch klar. Ich dachte nämlich, dass wir dann unsere Dinger zumindest schon mal fertig ausgebaut haben und dann weitermachen können mit der Hauptmission oder so. Weil das von sind den doch Grünen Hauptmissionen, da das sind doch die Hauptmissionen. Du brauchst die Hauptmission, um ausbauen zu können. Warte mal, was meinst du jetzt für Grüne? Ja, also es gibt ja auch grüne Missionen, wo man, die dreieckigen Teile? Genau, wo man Punkte kriegt halt für die Gebäude. Ja, das meine ich doch, das sind ja Nebenmissionen. Die Grünen, ja, die machen die Nebeneinsätze und das ganze Zeug, ja, die machen wir. Okay. Jetzt machen wir die Nebeneinsätze und die Grün-Blauen. Viele sind es aber gerade nicht, ne? Ja, ja, genau, nimm einfach irgendeins. Okay. Warte mal, wir sind jetzt hier oben. Ich kann noch mal wenn hier wir die dann haben, ich will ja meine nächste... Gebäude ausbauen, also so ne? Hundestationen und so weiter. Halt kannst du noch einfach weiter, Ivano? Halt doch mal den Sammel, Alter. Ich wollte das noch zu Ende sagen. Ich würde halt sagen, wir machen halt die Nebenmission und wenn wir die halt durch haben, dann... Scheiße, jetzt habe ich... Ja, warte mal, ich habe noch mal ausgeschaltet, den Funk. Red weiter. Entschuldigung. Wenn wir die fertig haben, dann nehmen wir uns halt die nächste Hauptmission vor. Und dann okay, geht's wieder weiter auf Nebenmission. Hauptmission und so weiter. Okay, ja, okay, also ich drücke jetzt, geh jetzt auf die Karte, Ivano, ich drücke jetzt den Nebeneinsatz, dass du es auch hörst, was die zu sagen haben. Ne? Mhm. Okay, los. Oh, Schätzchen, da draußen läuft eine kaltblütige Mörderin rum. Ich hab's weggedrückt. Alles klar, Schätzchen. Machen wir. Kümmern uns drum. Okay, Süße. Kommt ihr? Also da läuft eine kaltblütige Mörderin. Ja, ich hab's gerade hört's gerade nochmal. Na, die klingen ein bisschen da crazy, ne? Ich lade ihre letzte Position hoch, aber du kannst nicht sagen, ich hätte dich nicht gewarnt. Wie soll ich das jetzt verstehen? Du bist auch eine kaltblütige Killerin, ne? Denk mal an die armen Hunde. Kaltblütige Killerin. Erste Hilfe, Dings. Ja, wo seid ihr denn schon wieder? Ja, bei dir. Ich hab den Erste-Hilfe-Dings eingesammelt, weil unten waren Erste-Hilfe-Dings im U-Bahn-Teil. Ich komme! Gehüpft, gerollt, geschwungen. Ich bin hinter euch, weil ich nur was eingesammelt habe. Huhu. Also wir müssen erst mal laufen. Du siehst aus wie von, dreh dich nochmal kurz um. Guck mich mal an. Tu's nicht. Du siehst aus wie der eine da, der, ach so, Boris, ich dachte, der andere. Von Man in Black 3. Einfach nur Boris. Das ist so geil. Siehst aus wie der eine da. Einfach nur Bonkel. Ach, was? Boris. Ja, Boris die Bestie. Boris? Genau, das ist diese Kennst Man in Black, Black 3? Ach, schlecht. Schlechter Film. Alter. Na, ich sag mal so, er ging, also er war anguckbar. Keine Ahnung. Für eine Fortsetzung. Den habe ich mich, also Man in Black 1 war der Beste. Du ja, hast, die Zirkel. Ja, gut. Zwei ging auch noch. 12. Zwei ging eigentlich auch noch. Aber 3 war halt so der schlechteste von allen, ne? Hm. Man kann sich angucken. Johnny Knoxville war beim 2er. Nicht beim ersten? Ne, Filme. Oh, guck mal, hier sind wieder Feinde. Yay! Oh, ich sehe keine. Ach, da. Da, wo Onkel hinschießt. Alter. Alter, die zerplatzen förmlich. Oh, von der anderen Seite kommt ein Mann. Einer nur? Ein Mann mit Knüppel.
Du bist aber wortgewandt heute, Crazy. Ja. Da kommt ein Mann. Ja, ich wollte sagen Mann mit Knippel, aber das hat mir gereicht. Ey, ich werd beschossen. Reiß dich zusammen, Junge. Reiß dich zusammen. Willst du mitschießen? Na, ich versuch's. Hallo, sind das viele? Boah, was ist da los? Ey, Leute. Ja, sind Deckung. Zwei Seiten. Deckung, Deckung! Ich hab doch Heilung, Mann. Heilung. Deine Welt in die Berge. Sind doch schon alle wieder tot. Natürlich. Wenn wir ankommen, sind sie tot. 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 Mit D. Tot. 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 Onkel. Dort. Hier lang. Nein, ich hab hier noch was zum Einsammeln. Ether? Etam. Ich hab hier auch was zum Einsammeln. Etam. Muni, Muni, Ethanol. Muni. Ich hab nur Muni. Ich würde sagen, bevor wir dann gleich weitermachen, vor der Mission machen wir dann ein paar zu Ende, hä? Ja, klingt gut. 231 EP, voll cool. Und wisst ihr, was ich hier für einen Bug gefunden habe? Und zwar, wenn ihr jetzt mal, ganz kurz war ich noch vor dem Part beenden, wenn ihr jetzt auf Inventar geht und hinten euer Aussehen verändern wollt und geht auf Stiefel. Moment. Dann Inventar müsst ihr mal ganz aussehen? Nach unten gehen. Ich weiß nicht, wie viel ihr jetzt Stiefel schon habt. Schuhe, ja. So, und zwar, wenn ihr ganz unten seid, geht es noch weiter runter. Also, außerhalb des Bildschirms. Aber nicht viel, so. Drei Stück. Ist ja wurscht, aber trotzdem, das ist, finde ich, irgendwie lustig. Also bei mir sind es mehr, wenn ich jetzt hier bin. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bei mir. 5 Schuhe geht's weiter runter. Ey, das kann ich sogar auswählen. Ja, klar kannst du es auswählen. Du siehst die nicht mehr, das ist ganz komisch gemacht. Ja, das nennt man intelligente Schuhe. Spiel. Da hab ich andere Schuhe an. Die Nix-Stiefel hast du. Dann bleiben wir hier stehen, oder? Ja, richtig. Bleiben wir hier stehen. Jo, meine lieben Freunde, da würde ich sagen, beenden wir hier den Part und wir sehen uns dann morgen wieder bei The Division. Ich freue mich schon drauf und ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut bitte auch nochmal vorbei. Alles natürlich unten verlinkt in der Videobeschreibung. Beschreibung. Und ja, bis denn dann. Tschüss. Ciao.